Dann hatten wir noch diesen Guardframe. Ja, okay, ist ein Blitzschutz und Schutz vor Blindheit und halt besser als unser Battleframe. Aber jetzt auch nicht was, was man unbedingt haben muss. Unbedingt haben muss man stattdessen den Lucky Charm. Der erhöht nämlich die Item Drop Rate. Und da bin ich ziemlich enttäuscht, dass wir von drei Mishas nur einen so ein Teil erbeutet haben. Die hätten das normal droppen können, durch Overkill hätten wir es kriegen können. Also wir hätten bis zu sechs von den Teilen kriegen können. Jetzt war es nur eins. Das ist echt ein bisschen schade. Bin ich schon am Überlegen, ob es nicht sich doch lohnt, diesen Kampf nochmal zu machen. Tja. Also jedenfalls können wir jetzt hier raus. So, und jetzt war Eugenes Vorschlag, der die Küstenstraße zu nehmen, um da einmal baden zu gehen am Ozean. Das werden wir auch tun. Aber nicht jetzt, nicht hier. Jetzt speichere ich erstmal ab. Und dann werde ich, denke ich, den Kampf morgen oder so nochmal versuchen. Falls das Ergebnis schlechter ist als das, was ich jetzt erreicht habe, gibt es einfach nur eine Information, dass es halt nicht geklappt hat. Falls es besser ist, dann gibt es, denke ich, das Video nochmal, wie man das dann auch besser lösen kann als jetzt gerade mit den Golems. Dieser Kampf hat schon in sich und ich finde, den kann man sich auch mal öfter angucken. Ansonsten einfach die Folgen überspringen. Also, bis die Tage. Tschüss. Hallo, da bin ich wieder. Ich habe gerade noch mal ein bisschen experimentiert mit diesem Kampf. Hatte zwei Fehlversuche wegen schlechter Aufstellung. Da haben sich die Mishas dann auch blöd positioniert, standen nicht zusammen. Dann wäre der Kampf nicht besser geworden als wie gerade, den ich da ja schon absolviert habe. Dann beim dritten Versuch habe ich eine wunderbare Aufstellung gefunden. Das ist die, die ich jetzt auch wieder ausgewählt habe, mit Gallios auf 1 und Sieghart auf der 5. Das hat dazu geführt, dass ich direkt im ersten Angriff die Mishas auf Gallios stürzen und das ist mir nur recht. Warum du den dritten Versuch jetzt nicht sehen kannst, liegt daran, dass die Mishas einfach den absoluten Mist gedroppt haben. Noch schlechter als bei meinem erfolgreichen Versuch gerade. Sodass ich es jetzt noch einmal versuchen wollte, ob ich nicht doch vernünftiges Loot mal von denen bekomme. Und auch mal bei der Gelegenheit dann zeige, wie man den Kampf auch lösen kann. So, hier müssen sich alle recht wenig bewegen. Ich stelle Sieghart und Gallios in die erste Reihe. Und dann immer so, dass jeder von mindestens zwei Leuten wieder erweckt werden kann. So, dann hoffe ich mal, dass jetzt wieder Gallius das Ziel ist. Und das ist auch der Fall. Offensichtlich hängt es wirklich nur von der Anfangsaufstellung ab, wen sie denn als Target wählen. Obwohl sie jetzt andere Angriffe machen als gerade. Denn Sieghart wurde bei mir eben nicht in Mitleidenschaft gezogen, was ich jetzt aber gar nicht so schlecht finde. Noch dazu, wo er es überlebt hat. So, dann haben wir hier ein Fragment of Life und die haben sich jetzt doch ein bisschen anders aufgestellt. Beim Gucken, gerade eben standen die alle drei zusammen. Da stand er hier noch auf diesem Feld.
und die Golems ein bisschen weiter auseinander. Aber in der allerersten Runde kriege ich die sowieso nicht platt. Ich muss einfach die erste Runde hier überstehen. Und dann, wenn ich das zweite Mal dran bin, dann kann ich was ausrichten. So, mehr. Galios braucht auf jeden Fall eine Menge SP und da könnte Tetora jetzt nochmal ihm ein Gras rüberreichen, weil Tetora muss gleich nicht viel angreifen. Und Calvina braucht aber auch SP, das heißt, das Gras geht dann eher mal an Calvina. Ja, es ist schade mit dem Powerburst. Jetzt müssen wir ein bisschen Heilung haben für Sieghard für Anfang nächster Runde. Jetzt habe ich diese Runde zwar die SP zusammenbekommen, oder fast jedenfalls, aber ich brauche ja 32 AP für Galios, damit er seinen tollen Ex-Skill da machen kann. Tja. Dann können wir eigentlich noch eben Galios ein Gras geben. Hier ein Fragment of Life. Sonst nichts. Auch nichts. Und er gibt sich selbst noch mal ein Gras. Vielleicht sind wir ja zuerst dran. Dann können wir ja schon direkt was machen. So, Tetora geht wieder in die alte Position. Und ich werde mich jetzt gerade mal so drehen, falls Tetora gleich wieder angegriffen wird und zwei Felder nach hinten geschoben wird, dann würde ich sie mit Calvina trotzdem abdecken. Gut, ja, dann bleibt alle so. Jetzt haben sich die Mishas ein bisschen verteilt, aber unser Skill ist breit genug. Wenn ich jetzt den hier ins Target hätte nehmen können, würde ich alle drei Mishas erwischen. Das ist aber leider nicht der Fall. Also, na komm. Muss ich mal wieder den ersten Angriff über mich ergehen lassen. Ja, Tetora ist das Ziel. Sehr schön, und die dritte kommt hoffentlich da auch noch mit zu. Muss ich da mal eben gucken. Hier ist ein Mischa, da ist ein Mischa und da ist ein Mischa. Sind also alle drei zusammen. Alle drei zusammen. Ja, müssen wir schon machen. Und Tetora ist mit in der Formation. Sehr schön. Und jetzt habe ich. Ja, ich heile gerade mal eben meine beiden wichtigen Leute nochmal.
das geht nicht. Was jetzt schon ausreicht, ist einmal diesen Skill Demonic Bondage plus Vortex Roll, also Beast Flare. Der killt alle Mishas auf jeden Fall weg. Es könnte aber auch noch nützlich sein, da wir gerade die Punkte übrig haben, ein Howling Storm noch mitzumachen. Der erwischt hier immerhin den einen Golem noch mit. Oder wenn ich da jetzt sagen würde, Power Attack und dann den Howling Storm, würde er den anderen Golem mit erwischen. Ja. Ich habe eigentlich von beidem nichts. Denn in diesem Fall bleiben alle wunderbar in der Position. Und die Mishas sind einfach weg. So lassen wir das jetzt auch erstmal. Jetzt hoffen wir nur, dass der Drop auch passt. Mit einem Schlag meinen 70.000 Schaden. Oh, Counter. Eieiei, das hat weh getan. Das hatte ich beim letzten Mal nicht. Ein Moon Fragment. Lucky Charm, sehr gut. Noch ein Lucky Charm, sehr, sehr gut. Moonlight Flower. Moonlight Flower und Moonlight Flower. Okay, ich habe jetzt einen Lucky Charm mehr als beim letzten Mal. Und ich habe so ein Moon Fragment, wo ich gar nicht weiß, was das ist. Das heißt, diesen Kampf lassen wir dann mal so, wie er ist. Ich hoffe, ich bin auch sonst noch erfolgreich. Und um das auch zu bleiben, machen wir jetzt noch einen kleinen Trick. Ich greife diesen Golem noch einmal an. Und sage einmal Demonic Bondage. Damit ist der Golem quasi an seine Position gefesselt, kann sich gleich nicht mehr bewegen, wenn es dann wirkt. Bisschen Schaden ist auch noch dabei. Aber zack, man kann über seinem Kopf, konnte man eben kurz ein Symbol sehen. Das heißt, er kann sich nicht mehr bewegen. So, jetzt müssen wir hier nochmal Leute heilen. Machen wir gleich nächste Runde mich in einen Golem fertig und übernächste Runde den anderen, wenn das alles so gut geht. Also, ich sehe gerade was, ich habe ja noch. Paar Punkte übrig, sehe ich gerade. Hier von Sieghard. Wenn ich da jetzt Howling Storm sage, kriege ich wieder einen auf die Mütze. Warum eigentlich? Da gibt. Ach genau, Sieghard kriegt doch keinen Counter ab. Ich glaube. Er hat Anticipation und kriegt keinen Counter. Sehr schön. Das heißt, ich kann jetzt... Den Golem lasse ich jetzt einfach nächste Runde so stehen. Der kann sich da eh nicht wegbewegen. Ist also keine große Gefahr. Und ihn hier werde ich nochmal ein bisschen vorglühen mit einem kleinen